Ja, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu den 12 Häusern Pluto Transit. Die Entsprechung auch, was entspricht dir? Bevor ich da aber darauf eingehe, weil Pluto ist ja auch immer ein kollektiver Auftrag sozusagen und warum mache ich das hier? Natürlich sehe ich das so ein bisschen als meinen kollektiven Auftrag, denn ich verdiene da nicht großartig was bei und ich würde dich bitten, wenn du das als Mehrwert ansiehst und du meinst, dass das irgendwie hilfreich sein kann für andere Menschen, dann kommentiere gerne, teile dieses Video bitte gern. Damit auch andere Menschen die Möglichkeit bekommen, da geht es nicht darum, dass ich dabei was verdiene, das tue ich sowieso nicht, ne? Da habe ich überhaupt gar keinen Mehrwert von. Und wenn du aber einen Mehrwert davon hast, dann würde ich mich da sehr freuen. Und dann kommen wir jetzt zum persönlichen Auftrag. Denn Pluto als Ausdrucksform für die Ausprägung des kollektiven Bewusstseins, ne, in solchen Zeiträumen zeigt Pluto an, welche Themen und Schritte da so wichtig sind, auch im Kollektiv zu entfalten und auch eben halt im eigenen Charakter, im persönlichen Leben. So, da geht es immer so um Wachstum und Erweiterung. Das ist da sehr vielschichtig. Und da geht es eben um die Bewusstheit über wahre Intention des Seins, sein, so sein sozusagen und auch sein Tun. Ne? Und bei Pluto, was bedeutet jetzt der Transit Pluto jetzt auch so im Leben des Menschen? Ne, da ist es so, dass es eben so, meinetwegen, du hast jetzt viele plutonische Anteile zum Beispiel auch, nicht nur den Transit, du hast einen AC-Skorpion, du hast viele Aspekte, die Aspektierungen, die sind ja auch immer noch mal sehr wichtig. Ne? Da gibt es eine Opposition, dann kommt es dir von außen entgegen, dann ist dir das selbst gar nicht so bewusst. Das ist auch oft so in den übergeordneten Bereichen, dann in den Häusern ab der bewussten Ebene, wenn es in den Seelenquadranten geht, bis zum 12. Haus, das ist das Unbewussteste, das Erste ist das Bewussteste. Und wenn du jetzt hast, aber auch einen Aspekt zum Beispiel mit dem Pluto, auch in deinem eigenen Muster, nicht im Transit, und eine Opposition schimpft sich das, ne? Sieht aus wie so ein Knochen, dann sind das so Dinge, die kommen dir dann von außen entgegen, dann heißt es immer, achtsam sein, verstehe die Sprache deines Lebens. Weil dann kommst du da selber erstmal gar nicht so drauf. Aber über diese Themen sprechen wir natürlich jetzt nicht. Da melde dich gern auch bei mir persönlich. Das ist dann viel zu komplex. Was wir hier machen wollen, ist jetzt nur einmal, guck mal, in welchem Haus der bei dir steht. Du hast gewiss vielleicht auch noch Aspektierungen dabei, eine Konjunktion, eine Aspektierung in der Opposition, im Quadrat. Ne? So sind wir da sehr vielschichtig. Das sind diese verschiedenen Schwingungen in uns, oben wie unten. So schwingt es in uns im Unten, diese ganzen feinen Aspekte, wenn wir sagen, okay, ich bin ein Teil von dem, was da im Universellen von mir noch stattfindet, auf verschiedenen Ebenen, und das schwingt aber alles in mir von oben im Unten, sozusagen. Ne? Und so sind wir da sehr vielschichtig, und da geht es eben jetzt im persönlichen Rahmen halt um die Bewusstheit über die wahre Intention des So-Seins und des Tuns. Und wie gesagt, bist du da sehr plutonisch veranlagt oder vielleicht sogar auch im Aszendenten, dann ist es auch bei diesen Menschen manchmal schwierig. Die fühlen sich sehr schnell persönlich dann angegriffen. Da wird es gefährlich manchmal, weil da ist jemand dann sehr in seinen Vorstellungen oder er lässt es gar nicht an sich heran, ne? Weil man da sehr fix unterwegs ist. Da ist man vielleicht in einer Statik, wo man nicht abweichen möchte. Das betrifft generell auch plutonische Themen. Aber eben, wenn ich mit so einer Anlage im Aszendenten komme, dann ist das natürlich etwas, was da auch so mit ein Hauptthema im Leben ist, ne? Das ist immer so. Da sind Menschen dann manchmal so in ihren Vorstellungen verankert, wie sehe ich die Welt, wie meine ich, wie muss sie funktionieren aus meiner Brille heraus, wie meine Vorstellungen sind, und so hat das dann zu funktionieren. Und wenn man da dann was gegen sagt oder was heißt dagegen, ne, einfach mal einen Tipp gibt, der Wink mit dem Scheunentor, dann kann das schon mal ganz schön gefährlich werden für denjenigen, der das Scheunentor öffnen will. Für mich sozusagen. Ne? Also, aber je mehr es dich trifft, betrifft es dich. Das ist da immer so ganz wichtig.
Das sage ich ja immer. Ne? Und dann kann es jetzt aber auch sein, wenn du dann da so unterwegs bist, auch in deinem persönlichen Rahmen, selbst wenn du nicht plutonisch unterwegs bist, jetzt kann es aber auch sein, dass der Pluto transitiert in deinem ersten, zweiten, dritten Haus, ne, wo wir jetzt drüber sprechen, dann ist es auch schon so eine bewusste Ebene oder auch wenn es dann etwas ist, was dir vielleicht dann doch nicht so ganz so nah ist, dann kommt es dir dann von außen entgegen, dann kannst du immer gucken, hat der Transit auch eine Opposition zu irgendwas, ne? Und da ist immer so eine Hochsteigerung von etwas, ne? Das führt dann schlussendlich immer in so eine Verwicklung hinein. Diese führt dann wiederum wieder in einen Erkenntnisprozess hinein. Dann wieder versteh die Sprache deines Lebens, indem man vorher so, wo man da so selbst gar nicht drauf gekommen wäre, ne? Das passiert dann so. Zufälle gibt's ja nicht. Und um für sich da überhaupt selbst erstmal was erkennen zu können, denn darum geht's, ne? Da gibt's kein Pardon, da wird Pluto für sorgen. Und ja, hier kann es dann auch so zu so Auflösungsprozessen tatsächlich kommen, so transformatorische, essentielle Auflösungsprozesse, die auch schleichend, wie gesagt, das ist ein Langläufer, das ist nichts, was auf Knopfdruck, das ist auch gar nichts, was außen Willen, wenn ich dazu wieder, ne, das ist ja das, ne, da stehe ich mir eher selbst mit im Weg. Da gilt es, in der Annahme zu sein oder das tatsächlich vielleicht sogar zu forcieren. Was findet da in mir statt, über die Gefühlsebene reinzugehen, den Mut zu haben, da in sich hineinzuspringen, sich zu fühlen? Denn ich sage ja immer, wir werden dabei nicht sterben. Und dadurch, dass wir so weit von uns getrennt sind, von unserer Gefühlswelt, ne, Kopf ab, sozusagen, da haben wir sowieso schon eine ganz große Gabe, das von ganz weit zu betrachten. Ne? Erstmal macht das Angst natürlich, aber Angst war ja noch nie ein guter Berater. Ne? Und Pluto wird dafür sorgen, auch wenn dann diese Ängste sind, die dann nicht mehr dienlich sind, das hatte ich im vorherigen Video gesagt, ne? Da kann es auch sein, dass es so zur Wiederaufnahme alter Themen vielleicht kommt, entweder in deinem Leben, je nach Lebensbühne jetzt auch, ne? Im vierten Haus wäre es die Familie, dass da nochmal alte Geschichten hochkommen, ne? Oder aus vergangenen Existenzen, denn Pluto hat ja immer auch dieses Ahnenthema. Das, was so in unserer Urseelenessenz von der Menschheit, alles, was da gespeichert ist in unseren Zellen, ne, das kann da auch nochmal jetzt Thema werden, dass man da Kontakt zu Themen aus früheren Leben und Verwicklungen, die da so zu Verwicklungen geführt haben, denn es ist so, dieser Aszendent und auch eine Urwunde, du hast ja auch eine Urwunde, ne? Durch deine ganzen vielen Inkarnationen in dieser Welt, ne? Wir hätten ja die Trennung, die 3D-Geschichte, so können wir uns ja erst erfahren in der Polarität, wir hätten das ja niemals geglaubt, wenn dass das alles Trennung ist, da wo wir herkommen, gibt es das nicht, ne? Das war der Deal halt, um hier in diese Welt zu kommen. Bist du jetzt schon öfter inkarniert, dann hat sich da von Leben zu Leben natürlich auch ein gewisser Schmerz und du kommst immer, ne, deine Seele hat sich entschieden für diese Reise auf der Erde, Projekt Erde sozusagen, ne, das ist die Reise der Mutigen übrigens, ne, hier sind nur Seelen inkarniert, die auch vorher schon eine ganz gute Ausbildung hatten auf verschiedenen Planeten und die auch mutig waren. Ne, da war nicht jeder gewillt und auch nicht jeder prädestiniert oder qualifiziert und du bist hier. Das ist schon mal, du gehörst dazu, ne? Du gehörst zu dem Mutigen. Und wenn du jetzt schon öfter hier warst, dann hat sich da schon ein Stück weit in dieser Welt da so eine Urwunde aufgebaut. Aber es ist immer so, diese Idee, warum du kommen wolltest, die liegt immer in deinem Aszendenten. Der prägt sich natürlich von Inkarnation zu Inkarnation immer wieder neu. Trotzdem, gerade mit diesen Themen, die für uns am wichtigsten sind, sind wir am meisten in dem Widerstand. Und das passiert jetzt immer alles so lange, von Leben zu Leben. Deswegen hast du immer diese Basis mit, warum du überhaupt hier bist. Und wer weiß, wie lange du schon im Widerstand bist. Ne? Also höre auf das, wo du jetzt am meisten im Widerstand bist. Da bist du richtig gut unterwegs. Ne? Und manche verweigern sich ja auch völlig. Das ist immer so ganz spannend. Und das holt dich aber ein. Ne? Du kommst aus der Nummer nicht raus. Ne? Deswegen bist du ja hier.
Das ist das, ne? Es gibt einfach keinen anderen Weg. Wir haben uns für diese Inkarnationen entschieden, für dieses Projekt Erde, für diese schnelle Schwingungserhöhungsmöglichkeit auch in dieser Welt, denn das haben wir woanders nicht. Ne? Da ist nichts mit Materie und hast du nicht gesehen, sich empfinden können, etwas mit den Sinnen zu ertasten können. Das gibt es da nicht. Und das ist eben der Preis, da waren wir uns bewusst, das haben wir natürlich vergessen, so haben wir eine Urwunde. Und immer diese Anlagen, die bringen wir immer mit, das ist immer in unserer Signatur auch mit drin. Ne? Bis du aufhörst, in diesen Widerstand zu gehen. Ne? Das nützt dir gar nichts. Ne? Das ist so. Ja, mir auch nicht übrigens. Ne? Das geht nicht nur dir so. Also die gemeinschaftliche Größe, ne, eines plutonischen Themas ist dann auch immer so was Machtvolles, wenn wir jetzt vom Kollektiv sprechen natürlich auch. Ne? Und ja, kann auch sein, du kommst jetzt mal in der Zeit, jetzt triffst du auf irgendeinen Menschen, das ist dann immer so schön, wenn manche meinen, ah, ich habe jetzt meinen Seelenpartner getroffen, weil da irgendwas schnackelt. Ne? Ja, das kann sein, dass da aber vielleicht nur noch mal ein Mensch vorbeikommt, mit dem du schon so ganz viele Verwicklungen hattest in deinem vorherigen Leben, in ganz vielen Inkarnationen. Da gibt es nur noch mal was kurz zu klären und wie tragisch das dann eigentlich ist, wenn manche Leute dann auch so, ja, aber das war doch so besonders, rosa Wolke, ne? Und dann halten die da ewig dran fest und ja, tragisch eigentlich, ne? Obwohl es nur noch mal kurz was zu klären gibt, ne? Ja, muss ich dir leider auch diesen romantischen Seelenpartnerplan ziehen. Ne? Am besten passt sowieso zu dir der, der überhaupt nicht passt, wo du meinst, ne? Weil da hast du die größten Entwicklungsmöglichkeiten. So geht das in der Astrosophie. Ja, ich sage ja, ich mache ja kein Räucherstäbchen an. Ne? Aber nur das bringt uns natürlich langfristig weiter. Und wie gesagt, wenn du das auch findest, dann teil das gern, ne? Denn das geht ja um uns. Es geht ja um uns alle, ne? Und das kann nur gesehen werden, wenn der Algorithmus jetzt mal einen Arschtritt kriegt sozusagen. So, und ja, Machtthemen, Dominanz, ne, was sich dann auflösen können wird, auch im Kollektiv so, auch im Persönlichen, ne, die Lebensgestaltung und die innere Wahrheit kommt zutage, ne, das schwarz-weiß geartete transformatorische Prozesse können da jetzt in den Gang kommen, die Nuancen zu entwickeln, auch bei dir im Persönlichen und dann aber nicht jetzt in Panik ausbrechen. Angst ist immer ein schlechter Berater, immer die Distanz bewahren, versuchen die Distanz zu bewahren, wisse drum, aha, der Pluto ist jetzt in dem und dem Haus bei mir, was hat die Marion da gesagt, ne? Und nicht in Panik ausbrechen, nie ein guter Berater, ne? So, was bedeuten jetzt die Häuser im Geburtsmuster? Ne, das ist das individuellste Element im Muster eines Menschen, in der Radix. Die Gestaltung der Häuser orientieren sich ja an Zeit, Ort, ne? Genaue Uhrzeit braucht man dann, Geburtszeitpunkt und Geburtsort. Und an dem Tag, in einem Monat, im Jahr, ne, können auf der Welt ganz, ganz viele Menschen geboren werden. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, gibt es nur ein ganz individuelles Zeitfenster. Und deswegen ist diese Gleichmachmaschinerie, die wir hier in unserem System erfahren und schon auch sehr lange, das passt überhaupt nicht, weil wir sind alle total individuell. Wir haben alle alles in uns, wie gesagt, die ganzen Aspekte, aber es schwingt völlig unterschiedlich und das ist mal eine richtig blöde Idee und das darf weg jetzt. Ne? Also, unter diesem Betrachtungswinkel sind eben die Themen der Häuser ein Ausdruck des seelischen Bedürfnisses jetzt auch, wenn wir persönlich von dir sprechen. Ne? Das ist das seelische Bedürfnis, was ich sagte, was du immer wieder mitbringst, was du immer wieder, deswegen bist du hier. Und anders kommst du aus der Nummer nicht raus. Du willst einfach dieses Dingen hier durcherfahren, dabei etwas erfahren wollen, was man ja auch in deinem Geburtsmuster sieht, immer wieder was Neues dazu, was hast du jetzt schon geschafft und vorher kommst du aus der Nummer einfach nicht raus. Ich will dir nicht drohen, ich will dir nur sagen, wie es ist. Ne? Also ich meine das so. Ne? Also es ergibt auch ganz viel Sinn. Ne? Also die Persönlichkeiten des Menschen, dann so auch mit deinen Werten oder in der Kommunikation, in der Gefühlswelt, da stehen so diese ganzen Häuser für, ne, im Selbstausdruck, im Beziehungsbereich, ne, achtes Haus, die Vorstellung, nicht Beziehungsbereich ist siebtes Haus, die Vorstellung, achtes Haus, plutonisch, Skorpion, ne,
dann wie setzt du dich gesellschaftlich für andere Menschen ein? Kollektiver Auftrag, ne? Übergeordneter Bereich, ne? Die Zielfahne, Berufung, 10. Haus, ne? Ist jetzt auch nicht so bewusst, ne? Das sind diese ganzen Themenbereiche. Das ist also dieses Spektrum, wo sich jeder Einzelne sehr persönlich drin befindet. Und darum geht's jetzt da so, ne? So, und bei der Verwirklichung der Hausthemen gilt vor allem immer die Frage, ne, wie lebst du jetzt dieses Thema, wenn wir da gleich drüber sprechen, ne? Da kannst du für dich dann mal abchecken, wo steht der Pluto, was ist das für ein Haus, was ist das für ein Thema, welches Tierkreiszeichen steht da drin, ne? Und wenn ich dir dann so erzähle, was da so sein kann, checkst du mal ab, aha, wie resoniere ich da drauf jetzt, ne? Und wenn du da das lebst entsprechend, dann hast du da auf jeden Fall konstruktive Bedingungen, weil wie gesagt, es will uns nicht strafen und ich will dich auch nicht drohen und ich will dir einfach nur eine Möglichkeit geben. Und wie gesagt, wenn du es befruchtend findest und du das sinnvoll findest für unser Kollektiv, weil darum geht es ja schlussendlich, gerade mit diesem Pluto-Aspekt, ne, das Geistesprinzip. Und wenn du da nicht entsprechend unterwegs bist, dann erfährst du Blockaden natürlich, ne? Und im Lebensfluss auch, ne? Ich sage ja, ne? Das ist Ursache und Wirkung. Dann hast du Störungen, wo dir dann oft auch nicht klar ist, weshalb das da so stattfindet in deinem Leben, ne? So sind die Themen der Häuser dann auch so ganz wie so eine ganz individuelle persönliche Landkarte. Ich sage immer, ja, hier bekommst du dann so ein GPS für dein Leben, das ist auch da auch besser in deiner Hand als ein GPS in deinem Auto. Und dein Körper ist sowieso auch viel besser als Fahrzeug, als dein Auto und auch viel wichtiger, ne? Und ja, sowohl als auch, ne? Uranisch. Also, ne, diese Orientierung im Leben. Wie entfalte ich mich als Mensch? Ist das stimmig? Und was kann ich dazu beitragen, dass du, also ich, du, die Themen, die da abgebildet werden, jetzt dann Folge in den Häusern, wie du die einlöst, was kannst du machen? Ne? Letztlich zielt eine solche Betrachtung dann immer darauf ab, dass man da als Mensch, du wie ich, mit sich in den Einklang kommt. Ne? Ja, Leben darf ja auch schön sein, darf ja auch Spaß machen, ne? Heute ist der schönste Tag in deinem Leben. Genau. Da macht es dann auch wieder Spaß. Richtig. So, das sind Verwirklichungen. Wir haben mit den Häusern so eine Art Verwirklichungsfelder. Ne? Dann haben wir den ersten Quadranten, da sprechen wir jetzt heute drüber. Das ist das 1. bis 3. Haus. Das entspricht dem sichtbaren, dem bewussten Bereich, dem konkreten, der konkreten Welt, auch der Materie sozusagen. Ne? Und das ist so alles so sichtbar von dir auch, so konkret wahrnehmbar. Einmal, dass du es konkret wahrnimmst und auch andere von dir jetzt. Ne? Also im 1. Haus, da geht es dann so, wenn du jetzt, warte mal, jetzt habe ich ja hier, ne? Zack. Das 1. Haus, ne, an sich, Selbstwahrnehmung, Körper aussehen, optische Signale, die du jetzt auch aussendest. Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Du bist ja nicht dein Körper, aber wenn ich dir jetzt sage, Aszendent, das, das, das und das, dann sagst du, yo, das bin ich. Das ist das 1. Haus, weil der Aszendent steht ja immer im 1. Haus. Ne? Und je nachdem, was du da jetzt für ein Tierkreiszeichen auch hast, das ist aber erstmal in erster Linie gar nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt auch, das ist nochmal so ein Gewürz dabei, ne, kann man sagen. Aber wichtig ist jetzt, wenn der bei dir im 1. Haus dann steht, der Pluto, je nachdem fürs Kollektiv im Wassermann, was hast du im 1. Haus, da geht es darum, da geht es um dich. Ne? Da geht es nur um dich erstmal. Ne? Um deinen Körper, dein Aussehen, deine optischen Signale, die du aussendest. Und da gilt es dann auch so, dass du eingeladen bist, über deine Dimension hinauszugehen. Also als nur sozusagen, ja, so bin ich halt. Ne? Machen ja viele, so bin ich und du musst mich so nehmen und so friss oder stirb. Ne? Nee, darum geht es nicht. Ne? Es geht um die tiefere Erforschung der verborgenen Schichten des Wesens. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt im 1. Haus den Transit hast, manche haben ja dann vom 12. Haus und dann geht es wieder ins 1. Haus. Das 12. Haus, ne, dann dreht sich das ja immer, das ist immer das Unbewussteste.
weil das am weitesten weg ist. Und das erste ist das Bewussteste. Und wenn du jetzt meinetwegen, da kommen wir aber heute noch nicht zu, den Pluto jetzt im 12. Haus transistiert hast, dann ist dir das total unbewusst. Ne? Da musst du ganz achtsam sein. Was kommt von außen? So ein kollektiver Auftrag. Ne? Aber es will natürlich im Laufe jetzt, vielleicht wirst du es dann noch erleben, dass der Pluto dann auch wieder ins erste Haus geht und dann geht es wieder um dich. Und das ist wie so eine Vorbereitungsmaßnahme. Ne? Und von 12 ins erste Haus, da geht es dann eben um so eine Verdrängung. Ne? Wenn du jetzt so dich verdrängst, dein Wesen verdrängst und auch alles blockierst von außen, da wird die Persönlichkeit des Wesens dynamisiert und gut sichtbar gemacht. Also etwas wird präsent und plastisch und ist verbunden mit einem starken energetischen Verlauf und kann auch mit Druck auf körperlicher Ebene und zu Verspannungen führen. Und das kann sich dann eben auch schon im 12. Haus dann, wenn du sowas hast, Kopfschmerzen, Verspannungen, Rücken, so alles und du weißt, je so, oh, ne, das sind ja Nerven auch, Uranus, ne? Wenn der dann in den Uranus geht. Es kann ja auch sein, jemand ist uranisch veranlagt, hat einen Aszendent im Uranus, dann wird es sowieso super herausfordernd, dann ist es wie so eine doppelte Befeuerung demnächst. Und das können eben diese Menschen jetzt schon merken. Und je mehr sie in der Blockade sind, umso mehr blockieren sie sich nur vor sich selbst. Ne? Und da will nämlich etwas präsent und plastisch gemacht werden. Und das ist dann auch oft verbunden eben mit so einem Druck. Auf allen Verspannungen, Kopfschmerz, da heißt es dann weg von der Starre, von der Unbeweglichkeit, das will da raus. Ne? Es kann zu Reibungsaspekten mit anderen Menschen kommen, wie bin ich in Begegnung mit anderen, dann immer diese Frage, ne? Und wie auch immer man sich da verhält oder was man sagt, da könnte vielleicht auch von deiner Seite aus so ein dominantes Auftreten, ohne dass du das merkst, ne? Kann sein, dass andere Menschen sich, wenn du jetzt spürst, dass andere sich vielleicht bedroht fühlen von dir oder so, ne? Dann ist es so, dass das immer ganz gut ist für dich, als Sprache des Lebens zu verstehen und man selbst hat da für sich vielleicht aber nicht so die Wahrnehmung auch. Ne? Und es ist da wichtig, dass ich dir das jetzt so sage, ne? Dass du vielleicht auch nicht unbedingt so die Wahrnehmung hast. Ne? Pluto hat nur Macht, solange man schweigt. Es gilt auch da wirklich auch für sich einzustehen. Ne? Kann sein, du kannst da auch selbst für dich werben. Ne? Vielleicht hast du jetzt so, dass du auch innerlich dann fühlst, so, oh, das passt mir überhaupt nicht mehr. Dass du so ein Aufruhr, das strahlst du auch nach außen aus, ne? Auch wenn du das nicht meinst. Andere, die kriegen das schon mit. Und das ist dann immer das Zeichen. Wenn jetzt andere auf dich irgendwie aggro, ne, reagieren, dann ist es immer ein Zeichen, da kommt was nicht raus. Ne? Und das will raus. Ne? Also da ruhig auch für dich Werbung machen, ne? Und wenn andere sich bedroht fühlen, dann wirklich auch da drauf zuzugehen, zu sagen, hey, du fühlst dich bedroht, das kann vielleicht sein, weil ich mich so und so fühle. Dann kommst du dir selbst näher, ne? Mach dir einen roten, hier so ein Post-it hin, hier. Ne, wenn das passiert, das ist ein guter Weg zu dir selbst. Und ja, man kann eben diese, ja, es können auch zurzeit dann so eigene Wesensaspekte zutage getragen werden, die man von selbst auch sich nicht kennt, dass du auf einmal irgendwie auf der Arbeit oder auf der Beziehungsebene im Familienbereich, weil das kommt immer dann auch vielleicht von dir aus, dass du auf einmal irgendwie einen Satz sagst und du denkst so, oh, war ich das? Ne? Das sind so Dinge, die du von dir selbst nicht kennst und dann hast du dich aber auch vielleicht auch auf der Ebene da irgendwo ausgegrenzt. Das will jetzt raus. Ne? Und wenn du es nicht rauslässt, auf einmal kommt das einfach. Ne? Das will zutage kommen. Und ein friedfertiger Anspruch an sich selbst muss nicht immer heißen, dass man das auch immer ist. Ne? Vielleicht vertuscht du da auch viel, bist nicht authentisch. Ne? Verdrängungen aufgrund eines Eigenanspruchs werden dann somatisch. Ne? Auf körperlicher Ebene wie Darm, Entzündung, Kopfschmerzen etc. Ne, am besten, ne, so Stiche richtig im Kopf können das sein, am besten alles, was sich zeigt, da dann auch wertfrei annehmen, auch Symptomatiken zu versuchen anzuschauen, das, also bei dir selbst, ne, was kann das sein, was ist es, was ich da, wo ich dran festhalte, wo ich so fix bin, wo ich das nicht reinlasse, dieser Widerstand. Ne, da, das ist nur dein Widerstand. Ne, da wirklich, das kann bereichernd und heilend sein, wenn du da dich bereit erklärst.
Also mögliche Fragen dann auch, solltest du eine Meditation machen oder dich Tagebuch führen, irgendwas Reflexionsarbeit, finde da dann vielleicht irgendwas für dich. Spüre ich eine Kraft in mir, die nach Authentizität strebt? Wäre eine gute Frage. Und die Persönlichkeit, deine Persönlichkeit. Bist du da bereit, da irgendwie was zu ändern? Oder bist du da, hältst du da fest? Ich, wenn du schon älter bist, manchmal ist man da ja immer je oller umso doller. Ne? Das ist dann auch so ein Ding. Halte ich an meinen Glaubenssätzen oder auch hier so an diesen fixen Vorstellungen fest, weil ich meine, ich habe jetzt die Ahnung gepachtet. Ne? Und gibt es Menschen in meiner Nähe, die mit meiner Veränderung vielleicht nicht zurechtkommen, dass vielleicht andere das manchmal. Meistens ist es so, andere spüren das schon, bevor du es überhaupt spürst. Das ist dann eben das Thema, wenn Menschen aggressiv oder so oder plötzlich ganz anders auf dich reagieren. Ne? Spürst du vielleicht auch so eine machtvolle Energie in dir, dass du denkst so, wow, ne? Wenn da was rauskommt, dann so, war ich das? Ne? Ja, das ist deine Macht, ne? Die, über die du auch verfügst. Ne? Und bist du bereit, dich auf Veränderungen einzulassen, jetzt auch mit dem weltlichen Geschehen, wäre so eine Frage. Ne? Und ist es dem möglich auch, da mal hinzuschauen, wo hältst du dich generell mit auf? Ne? Wir haben ja auch oftmals immer wieder diese Gedanken, die da kreisen und wir wissen gar nicht, was wir denken, weil wir da gar nicht drauf achten. Das ist wie so, manchmal wie so ein Kreislauf, also bei vielen natürlich auch unbewusst. Und das erzeugt natürlich Gefühle, das erzeugt eine Schwingung in dir und da auch mal dir bewusst zu machen, in welchen Gedanken, Kreisungen und daraus resultierenden Gefühlen du dich aufhältst, ne? Diesen Mut zu haben, da auch in diese Stimmung mal abzutauchen. Und gibst du auch überhaupt, wenn jetzt irgendwas dich aufbauen will, so wie ich jetzt zum Beispiel, ne? Gibst du da überhaupt die Möglichkeit oder suhlst du dich lieber in deinen erschwerenden Energien? Manche Menschen sind ja auch Opfer. Ne, immer gern Opfer, die anderen sind schuld, ist auch sehr gerne genommen, absolute Verantwortungsabgabe. Ne? Sei dir bewusst, dass du dann auch jetzt zu der Zeit, dann, wenn das jetzt passiert und der dauert ja auch lange, der Pluto auch bei dir im Geburtsmuster, dass du da was ausstrahlst und wache darüber, was du ausstrahlst, ne? Oder wache auf das, was dir entgegenkommt, dass du dir da auf die Fersen kommst. Gedankenschleifen können zur Prägung führen, ne? Und das kann ja sowieso auch lange schon stattgefunden haben, tut es auch bei uns allen. Also mach dich nicht klein. Es wäre auch eine körperliche Verwandlung jetzt in der Zeit möglich, dass du auf einmal von dick zum Waschbrettbauch kommst. Ne? Hier so kann auch eine äußerliche Verwandlung sein, dass du da irgendwie so einen Drive hast auf einmal, weil du was verändern willst. So plastische Chirurgie zum Beispiel, die lebt da. Ja, das wäre auch mal spannend, dann die nächsten Jahre zu gucken, was wird sich da tun, die wird da schon auch einen Boom erfahren. So, dann kommen wir zum zweiten Häusle. Da sind wir. Im zweiten Haus, wenn der Pluto da transistiert, das zweite Haus steht immer für deine Werte. Ne? Das Wertesystem ist da angesprochen. Da geht es um das Wertebewusstsein und eigene Wertevorstellungen, die können da exzessiv gewandelt werden wollen jetzt auch. Ne? Wie lebst du deine Werte? Lebst du überhaupt entsprechend deine Werte? Ne? Wie ist dein Bewusstsein im Umgang mit materiellen Dingen? Falls dir das überhaupt nicht so entspricht, manche, die meinen ja, ne? Und dann ist das gar nicht wichtig, aber für die in diesem Leben wissen sie aber gar nicht. Ne? Also viele Menschen ergreifen da eben halt auch, gerade in der letzten Zeit, auch mit dem Saturn, ne, dieses Materielle, ergreifen plutonische Maßnahmen, saturnine Maßnahmen, Wirtschaftswachstum, mein Haus, mein Boot, ne, um ihren Wohlstand herbeizuführen, durch Zinsgeschäfte vielleicht auch Kredite, Finanzierung, wo einem ja eigentlich das Geld überhaupt nicht gehört. Ne? Dann tut man so, als wenn man reich wäre und man erhebt sich über andere, Instagram lässt grüßen. Wie sieht's hinter der Fassade aus, ne? Dann ist es aber vielleicht nur dieses Geltungsbedürfnis, dann ist es vielleicht noch gar nicht so, aber dann holen sie dann irgendwie so vielleicht auch Materie rein, das wäre aber dann so über die Kurve, über einen wahrscheinlich weniger konstruktiven Weg, ne? Um dieses Geltungsbedürfnis oder, ne? Das ist dann, wie habe ich auch womöglich noch mich umoperieren, weil ich muss toll aussehen oder wie? Ne? Das wäre dann nicht so, meistens nicht so den Werten entsprechend. Und ja, Pluto
fängt sich da, also das ist eventuell auch so eine, deine eigene Kreation, die kann da jetzt richtig so einen Angriff dann erfahren, wenn dir das nicht entspricht. Also da immer aufpassen jetzt, wenn da was von außen kommt, was dir an das Geld geht, du wirst geblitzt, ne, das sind alles so Sachen. Oder du meinst jetzt, du müsstest jetzt Bitcoins unbedingt oder so, ne, da irgendwie an diese, alles was jetzt so, dieses Festhalten an Materie, wenn das dir nicht entspricht in deinem Wertehaus, dann immer gucken, was ist da konstruktiv für dich. In Pluto sind es die wahren, dir entsprechenden Werte, die dein Bewusstsein berieseln, erweitern sozusagen. Ne? Und nichts ist selbstverständlich. Ne? Also Erfolg oder nicht hat immer was mit einer treibenden Kraft deiner selbst zu tun. Also mache dir bewusst, dass Werte immer nur so ein Leasing-Modell irgendwo auch sind, diese festen Werte. Ne? Irgendwann musst du das alles mal zurückgeben oder Verluste stehen an und du nimmst auch nichts mit, ne, in die Grube sozusagen. Ne, Läuterungsprozesse auf der Werteebene können dann jetzt auch passieren, wenn du den Transit da, wenn du da nicht entsprechend aufgestellt bist. Das muss man da so sagen, dass da dann Auflöseprozesse vielleicht entstehen können. Ne? Und mache dir bewusst eben, dass es immer nur geliehen ist. Es ist alles nur geliehen. So, dann ist es so, der Mann, der das ganze drittes Haus, warte mal, so, jetzt ist meine Maus weg da. Ach so, nochmal zum zweiten Haus. Was dir auch noch passieren kann, ist vielleicht jetzt, wenn du gut unterwegs bist, vielleicht kriegst du auch so eine Erbschaft, ne, dass vielleicht jemand sich verabschiedet aus deinem, ne, dass du so einen Wertezuwachs auf finanzieller Ebene bekommst. Das ist ja auch so, wenn es dir dann so entspricht. Vielleicht hast du, da legst du gar keinen Wert drauf, dann kann es ja sein, dass dir das auch entspricht, da mal ein bisschen anzuhäufen sozusagen. Und wenn, dann kann es sein, wenn du entsprechend gut unterwegs bist mit dir selbst, dann kriegst du da so einen Schuss, ne, was dann auch so ein Motivationsschub für dich ist. Bei Pluto ist immer grundsätzlich alles möglich. Ne? Hier ist alles möglich, wie auch bei allen anderen Aspekten. Und es geht immer nur auf dieses, alles was fixiert ist, alles was, wo man krampfhaft festhält, weil man meint, Komfortzone, Sicherheit, das wird dir genommen, wenn es dir nicht entspricht. Und das zweite Haus kann auch sein, weil es ist auch immer so ein bisschen, was trägt dich, welche Werte tragen dich, ist natürlich auch auf körperlicher Ebene. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel dein Mars kann auch oftmals was sein, dass du mal Sport machen solltest. Manche Menschen, die haben so eine unterdrückte Aggressivität, weil sie sich auch körperlich, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich mich nicht bewege körperlich, bin ich nicht zufrieden. Ne? Jedes Mal, wenn ich mich dann bewege, dann lasse ich mal den Mars raus und dann denke ich so, oh, das ist Balsam für meine Seele. Ne? Das ist auch das, was da so im zweiten Haus angesprochen sein. Die Fragen nochmal zum zweiten Haus, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, wir sind jetzt hier schon am dritten, machen wir gleich, dienen mir meine materiellen Errungenschaften, um mich damit darzustellen? Also wenn du jetzt so sagst, ja, ich habe ein tolles Haus und ne? Dient dir das? Ne? Oder gibst du damit an? Meinst du, du hast was, bist du was? Ne, kennen wir ja. Und bist du dankbar dafür, was du hast? Oder ist das alles selbstverständlich? Ne? Und warum oder wie ist das zu dir gekommen, was du da hast? Ne, ist das nur geliehen? Ne? Hast du einen Nachbar beschissen? Wie auch immer, ne? Was ich meine. Ne? Also ein bisschen Spaß. Ne? Bin ich mir bewusst, dass das nicht alles selbstverständlich ist? Ist mir klar, dass alles, was ich besitze, nur durch die Kraft des Gelingens und der Fügung des Lebensflusses zu mir gelangt ist? Und wenn es das eben nicht ist, dann wird es dir dann jetzt in der Zeit, dann könnte es sein, dass es dir genommen wird. So, und jetzt sind wir zu Haus 3, das letzte Haus in dieser Runde. Die Art der Kommunikation. Haus 3 ist immer Kommunikation. Merkur-Prinzip im ne? Zwillinge ist Merkur, Handel, Kommunikation, Sehen, Hören. Wenn du die Augen aufmachst, ist schon Merkur-Prinzip, alles, was du tust, die Funktionen im Leben, was einem alltäglich widerfährt, denken, kommunizieren. Es geht um bestimmte Erwartungshaltungen und Leitbilder an dich selbst, auch im Bereich der Kommunikation. Entspricht das der Seele und deinem Inneren oder entsteht es aus deiner Vorstellung heraus? Wie sprichst du mit anderen Menschen? Bist du authentisch? Bist du natürlich? Verstellst du dich? Je länger man sich da verstellt, umso größer werden die Haufen im Außen sozusagen, dass du da krach, auf einmal, vielleicht ist es, du wohnst in einem Miethaus, auf einmal wird es furchtbar laut um dich. Ne, das ist auch so ein typisches Zeichen. Ne? Und du sagst nichts.
Ne? Also vielleicht muss man da eben sein eigenes Leitbild revidieren, indem man sich konstruktiv auch mal Luft macht, mal den Mars rauslässt sozusagen und mal den Merkur und nicht so tut, als sei alles okay, ne, in Ordnung und im Inneren aber so, ne, ich stehe über den Dingen, ne. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Entschuldige, aber das ist so ein Running Gag. Ach, der Intellekt ist jetzt da so doch sehr hoch auch gepolt jetzt in der Zeit. Du hast jetzt wirklich auch einen Intellekt, der ist hoch gepolt. Also wie gesagt, wir können diesen Transit für uns ja auch total positiv nutzen. Ne? Gerade Pluto, der ist ja machtvoll, ne? Der ist unser Transformer. Ne? Das Denken in der Konsequenz wird jetzt auch sichtbar. Ne? Eventuell liegt aber auch das Bestreben jetzt, dass du so fühlst, vielleicht innerlich so, ah, ich will mich verändern und man tut es nicht aus Bedenken. Und da wird dann aber jetzt der Pluto in der Zeit dafür sorgen, dass dann muss ich wegziehen, dann muss ich dies, eine Arbeit oder so. Das wird dann, wenn der Uranus noch dazu kommt, da brauchst du gar nicht mit anfangen eigentlich, aber gut. Wir machen es ja immer so lange, wie wir es brauchen. Ne? Also da wird dann von außen derart was bewegt, dass es dann zusammenbrechen muss, ne? Und dann wieder neu, um dann wieder neu aufgebaut zu werden, im Kleinen wie im Großen, ne? Zyklus lässt grüßen. Und sich dann aber wieder wollen, sich ähnlich auszurichten oder so, das wäre dann jetzt auch aber nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, weil es geht ja darum, da einen Schritt weiter zu gehen, aus der Komfortzone rauszugehen und eventuell muss da das alte Potenzial ein Upgrade erfahren sozusagen. Ne? Die Lernfähigkeit ist aber jetzt auch erhöht, also da wäre es auch empfehlenswert zu sagen, hey, bin ich bereit, jetzt irgendwie Weiterbildung zu machen oder so, ne? Da ist auch ein günstiger Moment dann jetzt und der dauert ja auch ein bisschen länger, wie gesagt, auch du bist da gut aufgestellt, wenn du diese Dinge machst und auch bereit bist, die Sendungsfunktion von dir selbst ist auch erhöht, das heißt, du strahlst ja nicht nur was aus und wenn du jetzt in der Kommunikation im dritten Haus den Transit Pluto hast, dann kann es auch sein, dass du mal Dinge rauslässt, dann sendest du da was, was dir vielleicht gar nicht so bewusst ist und dann auch wieder darauf achten, wie Achtsamkeit, wie reagieren die anderen Menschen auf dich. Ne? All diese Dinge, ne, also alles, was du, wo du jetzt bereit bist, Seminare besuchen, dich weiterbilden, Astrosophie, deinen Seelenplan aufschlüsseln, ne? Alles, was du, wo du jetzt bereit bist, ich sage ja immer, die Seele tanzt immer, sobald wir uns schon bereit erklären. Wenn du hier zuhörst, tanzt deine Seele schon. Ne? Also gerne bei mir melden, wenn du da mehr über dich wissen willst. Also all diese Dinge sind dann jetzt auch förderlich für dich, damit es sich da in deinem Leben dann auch nicht erledigen muss, sozusagen. Ne? Denn, wie gesagt, auch für uns im Weltlichen. Also deswegen meine ich, teile das Video gerne oder gib einen Daumen, tritt den Algorithmus in den Hintern, ne? Weil das geht uns ja alle an, ne? Wir sitzen ja alle in einem Boot. Ne? Also dann auch so die Frage, bin ich mit dem, was ich tue, gut verbunden, du jetzt? Ne? Bin ich da gut verbunden mit, was ich tue? Oder komme ich an Grenzen, weil ich mein Betätigungsfeld nicht mehr, das nicht mehr mit Leben durchpulst ist? Manche gehen zur Arbeit, muss ich ja hingehen, ne? Oder die Partnerschaft ist nicht mehr so, ja, aber ich bleib ja lieber da, weil da sonst muss ich das und ne, das sind all diese Dinge. Das will mit Leben durchpulst werden, da will was verändert werden. Symptome im dritten Haus, jetzt so werden Asthma, ne, ist immer Merkur, Kommunikation, Sprache, Atem, ne, Atem, Asthma, Atemwegserkrankungen, eczematische Erkrankung, COPD, bis hin zu Lungenkrebs wäre das auch. Pluto ist ja immer dieses verborgene Virenkrebszelle, was sich selbst auffrisst. Ne? Und mögliche Fragen auch, wenn du in die Selbstreflexion gehst, wie offen bin ich für einen Wandel für dich selbst, ne? Wie denke ich und was habe ich da für Leitmotive oder auch fixe Vorstellungen, wie meine ich, dass Dinge sein müssen, ne? Bin ich bereit, da auch an meiner Kommunikation mit anderen Menschen zu arbeiten oder überhaupt zu kommunizieren, ne? Weiterbildung, bist du da bereit, ne, ist das Thema, im besten Falle ja, ne, wenn du da schon aber, ja, aber, nee, löschen, aber löschen, ne, bin ich eventuell offen für eine berufliche Veränderung, bin ich technisch gut aufgestellt, das kann ja jetzt auch sein, das sind so Sachen, wenn du da hast, geschludert vielleicht, ne, du, das interessiert dich nicht alles, so gerade die Technologien, gerade wenn der Wassermann da auch reinkommt, steht entsprechend für Technologien, KI, ne, und wenn man da jetzt hinten dran bleibt, auf einmal gehen alle Geräte kaputt, alles stürzt ab, ne, ich kann da übrigens auch ein Liedchen von singen, inzwischen muss ich immer schon lachen, wenn sowas passiert, da weiß ich immer schon, aha,
da ist irgendwas nicht so richtig bei mir. Ne, das hört ja nie auf und das macht ja das Leben auch so spannend. Ne? Also scheust du da was im Bereich dieser Dinge, ne, dass du sagst, ah, nee, ist ja nicht so meins, ne, das mit dem Internet und da-da-da, ne, das kann dann sein. Ne, dass da auch sowas passiert. Gut, so, jetzt haben wir es geschafft, die ersten drei Häuser. Ich hoffe, wie gesagt, das hat dir ein bisschen geholfen. Du hattest Freude, hast was für dich rausziehen können. Melde dich gern, wenn du mehr über dich wissen willst. Wir sind ja sehr komplex und ich bedanke mich für deine Zeit. Einen schönen Sonntagabend und ich sage Aho.